Willkommen zurück zu Songs of the Forest. Ja, unser Häuschen, unser neues, nimmt Gestalten an. Es kommt immer mehr. Und wir haben kaum noch Bäume, also Baumstämme hier. Er hat zwar fleißig gehackt, aber ich glaube, die sind alle... Nö. Ich dachte, die sind jetzt alle irgendwie runtergeknallt. Aber offensichtlich nicht. So, aber offensichtlich müssen wir was essen. Das nicht, das nicht. Dann essen wir das hier. Wow. Das hat also gar nichts gebracht. Was ist das überhaupt hier? GPS-Pfeiländer. So, Essen haben wir jetzt. Trinken. Hey Kevin. Hier kann ich offen lassen. Okay. Dann hacken wir mal wieder einen Baum. Bloß nicht aufs Haus knallen. Ja. Okay. Ja, du bist müde, hör auf. Dann haben wir es zu.
Drei Stück, ja? Vier Stück. Oh, Mutantenrüstung. Verarschen? Die tragen Mutantenrüstung? Wie finde ich denn das? Sehe ich genau so. So, ein paar Wände noch. Den haben wir da geschafft. Hilf! 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 Hä? Wo? Alter, ich dachte, der steht neben mir. Okay, jetzt bin ich wach. Scheiß die Wand an. Ah, Moment, eigentlich können die ja nichts mehr kaputt machen, ne? Ich habe jetzt Strukturschaden ausgemacht. Habt ihr ja gesehen. Dann dürften wir eigentlich, also vom Gebäude her, sicher sein. Na, kommst du zurück? Ja, Kevin. Du kannst auch mal was machen. Nicht immer ich. Ich bin hier nicht der Protektor. Das war ein anderer. Ja, Kevin. Der macht doch nichts. Der hat nur Hunger. Hier liegt ja genug Essen rum. Oder stört er? Ne, halt nicht. Alter. Geht er auch ein bisschen leiser? Na,
Nachtruhe hier. Immer diese Nachbarn. Jo, zwei Wände noch. Dann haben wir das erste geschafft. Wie sieht es eigentlich mit Zaun aus? Ich glaube, es war hier drüben. Genau, Zaun, zack, zack, und da, okay. Nö, das machen wir später. Eier, ja, ich will auch Eier. Hi Kevin. So, drei haben wir noch. Der haut ab. Finde ich gut. Weniger so finde ich, dass wir jetzt keine Bäume mehr haben. Ja. Hupsi. Ah, war der letzte, ne? Dann holen wir mal die Axt. Was auch immer das Kreuz bewirkt. Könnten wir ausprobieren, wenn ein Dorfbewohner kommt, also ein Ureinwohner. Ich bin gespannt, was noch alles dazu hinzukommt. Für The Forest 1 gab es so vieles, was sich die Leute rein wünschten. Was ja mal gesagt wurde, dass es dann eventuell in Teil 2 reinkommt. Tja, also das sind NPCs. Das haben die gemacht. Weg. Ah. Ups, Entschuldigung. Ich mach nichts.
Aber wir sind ja. Da oben hüpft schon wieder jemand rum. So. Den haben wir das, ne? Geil. Oh, stopp. Ah, da kommt sie wieder. So ein bisschen blöd, dass man halt... Ja, ein bisschen blöd, dass man halt nicht so richtig die Ecken hier machen kann. Oder es geht und ich habe auch nur nicht geschnallt. Wow. Nein. Sorry, ich musste mich erstrecken. Oh. Also, denkt man, das ist auf jeden Fall noch ein Soundbug. Weil ich kann nicht da hinten schreien und da hinten kann man es hören. Hier machen wir auch einen kleinen Balkon. Kevin, du machst das schon. So, noch zwei. Wirklich. Okay. Ab.
Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre jetzt interessant. Nö. Ist nicht ultra groß, aber zum Boden reicht. Ah, hier machen wir keine Kochstelle hin. Hier schlafen wir. Oh. Oh. Okay, die Bäume verschwinden also unter die Erde. So, wie viel Zeit haben wir noch? 11. Ah, geht. Ah, da ist er. Aber wahrscheinlich die ohne Pfeile. Ich glaube nicht, dass die dann auch rumhüpfen könnte. Halt, 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 halt. Okay. So sieht aus wie eine kleine Eisenbahn. Tut, tut. Okay Leute, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Morgen werden wir noch ein bisschen mehr machen. Ich hoffe, dass wir das morgen auch ein bisschen fertig schaffen. Denn ich möchte schon gerne ein paar kleine Zusatzsachen bauen. Und nochmal ein bisschen erforschen. Auch mal gucken, ob Dings funktioniert. Ob wir jetzt wirklich die Kannibalen getriggert haben, wäre jetzt uncool. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.